Einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zum Game Store Simulator. Heute kaufen wir ein neues Auto. Wie ihr seht, alles voll. Wir haben 3500. Ich habe über 1000 Dollar, glaube ich, gerade ausgegeben. Und nun nehmen wir unsere alte Schrottkarre und fahren zum Autohändler. Tada! So, dann schauen wir mal. Jetzt ist auch egal. So, Momentchen. Autohändler, ich habe keine Ahnung, wo der war. Werbegeschäft? Autohändler. Okay. Stopp. So. Jetzt wird's interessant. Was ist denn hier los? Au! Ich habe den Lenker nicht gefunden. Nein. Na gut, für die Karre kriegen wir bestimmt nichts mehr. Guck mal, Kraftstoff fast alle. 61% Schaden. Aber egal. Vollkommen egal. So, wir müssen hier rum, ja. Okay. Zell hier. Okay. Dann lass mich mal sellen. Nee, warte. So, warte. Ich will erstmal gucken, was die Autos da drin überhaupt kosten. Nicht, ich verkaufe das Ding hier und dann haben wir kein Auto mehr. So, warte mal. Prüfen. 750. Och Gott, schön. Tragfähigkeit 6. Okay. Tragfähigkeit 6. Was ist mit... Das hier. Das ist doch mein Auto. 70 HP. Es geht knapp mit dir. 210, aber nur 3. Hm. Oh. Der sieht gut aus. 660. Farbe nur in Schwarz. Ja. Hier gibt es nichts. Das ist wahrscheinlich mein Auto gewesen. Der sieht aber auch so geil aus. Okay. Welchen sollen wir nehmen? Den hier, oder? Der hat 150. Mit Verbrauch Mittel. Ey. Kackbraun. Der hat 160. Oh, Spritverbrauch hoch. Hm. Tragfähigkeit 6. Wie war es mit dem? Mittel. 70 HP. Na, komm, wir nehmen den. Das ist deswegen nicht so hoch. Okay, Moment. Ich verkaufe erstmal die Karre da draußen. Achso. Anmachen muss man auch. Da kommen noch einen Meter. So. Okay, dann sag mal. 312. Naja, gut. Mein Auto ist weg. Oh Gott. So. Und den nehmen wir. Tada! Kann ich davon noch einkaufen? Okay, ich denke aber nicht, dass wir das brauchen. So. Wir haben unser neues Auto. Ja. Naja. Okay. Oh, der hört sich irgendwie krank an. Natürlich. Hä? Das ist doch nur ein Bordstein. Polizei. Ey! Das ist ein niegelnagelneues Auto, du Penner. Okay, mit dem kann ich nicht mehr über den Bordstein fahren. Der hört sich ja mal richtig kacke an. Oh.
Ich bin etwas schockiert. Der hört sich sehr krank an. Okay, ja, wir machen Laden auf und dass wieder ein bisschen Kohle reinkommt. Wir haben gerade einiges verloren. 93. Immerhin 93 haben wir verliert. So, und den auch noch. Also 113. Na gut, wir lassen ihn. Ah, wie ihr seht, ich habe auch hier wieder ein bisschen aufgeräumt. Irgendwie gefiel mir das doch nicht so mittendrin und so. War schon cool, aber eine Sache ist mir eingefallen. Wenn jetzt ein Dieb kommt, der hat es viel weiter bis da hinten hin. Ja, die Kunden auch. Aber der Dieb klaut mir Sachen. Die Kunden, wenn sie nicht rankommen, wegen der Zeit, dann verliere ich es wenigstens nicht. Es bleibt dann bei mir. Warum ist diese Maus eigentlich ständig da? Ist das immer, wenn ich rausgehe? Was passiert hier eigentlich immer? Nichts passiert. Ist es, wenn ich da drücke? Nö. Keine Ahnung, was los ist. Aber ja, so ist doch schön. So lässt sich's leben. Guck, 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 guck. Gerade zurückgelehnt und schon heißt es wieder, ich habe Frage. Huch. So. Geht's? Ach, Leute. Das ist so schön. Ein großer Laden. Neues Auto. Aber das Auto ist ziemlich kacke. Irgendwie, ich kann nicht über Bordstein fahren. Das ist scheiße. Das heißt, ich muss jetzt anständig fahren. Gut, das wird den einen oder anderen Zuschauer freuen. Der mir dann sowieso schon mal geraten hat, vernünftig zu fahren. Aber vernünftig kann jeder. Vernünftig ist langweilig. Oder nicht? Entschuldigt bitte, Freunde. Aber die Nacht war echt sehr, sehr kurz. Wieder Dreck. Ja, also ich denke, jetzt haben wir erstmal so die Sachen geschafft, die wir schaffen müssen. Aber jetzt heißt es nur noch verkaufen, verkaufen und dekorieren. Dekorationen brauchen wir. Ich denke, in der nächsten Folge werde ich mal ein bisschen Dekoration kaufen. Oder wenn dieser Arbeitstag hier vorbei ist, könnten wir ja zusammen los, oder? Und Dekoration kaufen. Wie wär's? Hättet ihr Bock? Oh. Soldaten. Strategie. Aha. Boah. Aha. Das gibt's doch gar nicht. So, machen wir das. Und mal den. Und den und den. Und dann haben wir den Laden erstmal wieder sauber für die nächsten 3 Sekunden. Da ist der Laden schon so groß bis hier hinten hin und ich hier übersehe den. Das ist, weil die einfach so viel Schmutz machen müssen. Aha. Ja. Na, die waren eine Frage. Guten Tag. Sandbogen bauen. Nimmst du das? Ey. Okay. Ich denke, ich muss gleich mal Fensterchen aufmachen. Denn das geht gar nicht. Dieses Scannen die ganze Zeit. Diese Müdigkeit. Vielleicht hätte ich mal einen schwarzen Kaffee trinken sollen. Aber die schwarzen Kaffees ziehen mir immer die Schuhe aus. Wo du bauen kannst. Und das. Was war das denn? Im Chor, ha? Mach doch einfach. Oh, dieses Gebrabbel.
Noch hat keiner gesagt, dass es zu teuer ist. Hey, auf mich zu schieben. Nie gehört, dass man um jemanden rumlaufen könnte? Ganz ehrlich. Sandburgen. Naja, komm direkt in meine Arme. Pennerkopf. So. Im Übrigen habe ich die Preise jetzt 6 Dollar pro hochgemacht. Pro Spiel. 6 Dollar. Nicht für 5 wie vorher, sondern jetzt 6. Und komischerweise motzt niemand. Wird noch nicht. Hey, hey, hey. Schön geschillt bleiben, nicht wahr? Oh, wie das hier aussieht. Kleiner Penner, du siehst, dass ich am Saubermachen bin und schmeißt deinen Scheiß da noch mit hin, hä? Okay. Puzzle sind gerade nicht so beliebt, ne? Und hier, das hier auch nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, Strategie war das. Oder Simulation. Da kommt schon wieder ein Dieb. Umso wohlhabender bist, umso mehr kommen diese Erbschleicher hier. So, ein kleiner Überblick. 4161. In diesem Moment. Junge, kassier mal ein bisschen schneller. Haben wir jetzt doppelt kassiert? Wäre ja geil. Okay, einmal sauber machen. Gut. Oh. Ey, was war das denn hier unten? Ah ja, genau. Die Gebäudesimulation. Die haben sie mir jetzt komplett weggekäuft. Okay. So, in den letzten paar Minuten gehen wir jetzt. Hey. Wir gehen jetzt Dekoration kaufen. Ganz vorsichtig fahren jetzt. So. Was haben wir denn an Dekoration? Was kann er mir denn noch bieten? Diesen Stuhl. Ich weiß nicht, kann man den verkaufen? Oh ja, hier, guck dir das an. So, komm, wir nehmen einen Tannenbaum. 6 Sachen können wir ja mitnehmen. Wir nehmen einen Liegesessel. Und das Ding. Wir nehmen einen so einen Stuhl. Die Pflanze habe ich schon. Da draußen kracht es, hört ihr es? Die Pflanze ist hässlich. Das Ding habe ich auch schon. Die kleine Pflanze ist noch hässlicher. Dekorationbewertung 24%. Dann würde ich sagen, komm, wir nehmen noch einen Liegesessel. Dann haben wir 5. Sollen wir... Komm, wir nehmen diese Pflanzen hier noch mit. So. Gut. Die ballern wir dann jetzt noch in den Laden rein. Gucken, wo es gut aussieht. Aber der hat doch noch viel mehr Deko hier. Warum kriege ich die denn nicht? Ey. Hier los. So. Guck mal, die ganzen Bilder an der Wand. Warum kriege ich die denn nicht? Was ist denn los hier? Gitarren, das Ding. Ja, hier, so die hässlichen Teile kannst du haben, aber mehr nicht. Schneemann, hier, gucke mal. Also. Das ist doch eine Verarsche, oder? Nee. Oh.
Hey, Freundchen. Oh, das ist so langweilig. Anständig fahren. Das kann doch jeder. Ach Mann. So. Nee, Klappe nicht zu. Ich muss ja eh gleich nochmal los. Okay. So. Hier haben wir Sessel. Ein Liegesessel. Den Ball haben wir hier hinten. Okay. Hier haben wir Blümchen. Können wir hier hinpacken, oder? Direkt neben dem Mülleimer. Okay, nächste. Oh, ich habe noch einen Liegesessel geholt. Okay, den packen wir dann dahin. Oh. Ich habe zwei davon geholt. Kacke. Mist. Egal, dann stelle ich noch einen hier hin. Warum mache ich denn sowas? Gerade von dem hässlichen Ding. So, hier ist ein gemütliches Stühlchen. Den können wir da hinstellen. Und hier ist der Tannenbaum. Der Tannenbaum. Wo können wir den denn hinstellen? Nein. Hier kommt, den stellen wir mal dahin. Okay. Ein bisschen mehr. Hier, komm. Du gefällst mir hier vorne nicht. Nehme ich mit. Und stell dich mal hier hin. Oh. Den stellen wir auch ein bisschen näher dran. So. Sehr gut. Okay, meine Freunde. Wartet. Eine Sache mache ich noch mit euch. Da stand ja gerade meine Bewertung, ne? Arschloch. Bom, bom. Meine Dekorationsbewertung ausgeladen. Der Wagen ist scheiße laut. So, okay, dann lasst uns mal reingucken. 50! Sehr gut. Wir kommen langsam näher. Hier kommen die Bank nehmen wir noch mit. Und den Tisch. Komm, und die Pflanze auch. Ich bin ja nicht so. Vielleicht muss ich unsere Dekoration so viel erhöht haben, damit er was Neues freischaltet. Weiß es nicht. Wir werden es sehen. In irgendeiner der nächsten Folgen. Bis dahin aber, meine Freunde, wünsche ich euch alles Gute. Genießt alles, was ihr habt. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Daumen nach oben, kommentieren und abonnieren. Aber ganz, ganz wichtig, wieder einschalten, mit mir zusammen Spaß haben. Das Spiel genießen und vielleicht sogar selber spielen und mir eure Erfahrungen mit dem Spiel mitteilen. Vielleicht habt ihr auch irgendwelche Bugs oder so oder könnt mir sagen, wo ich dies und das herbekomme. Vielleicht seid ihr schon weiter als ich. Kann gut sein. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir Bescheid gebt. Bis dahin, macht's gut. Ciao.